But if you close your eyes. Hallo und herzlich willkommen zurück in einer weiteren Folge Minecraft Feed the Beast Infinity Evolve. Räusper, räusper. So, in der letzten Folge haben wir versucht, Monster zu farmen. Dies hat nur so semi-geil geklappt. Aufgrund dessen würde ich jetzt mal spontan behaupten. Ich glaube, dann müsste nachher irgendwie da hinten noch das Ding runterkommen. Ich habe gerade im Kopf den Gedanken gehabt, wenn der Steinbruch weiter abbaut, dass dann da hinten einiges weggerissen wird. Ist aber nicht schlimm. Das hier wird übrigens auch eine der letzten paar Folgen in diesem Zimmer, in der Konstellation, da ich mein Zockerzimmer aufgebe und das ins Wohnzimmer baue. Also ein Zimmer weiter. Dann wird das so Zocker, Schrägstrich, Wohnzimmer, Schrägstrich, Schrägstrich. Und ja, ich kann Schrägstrich, Schrägstrich machen, weil es ist Schrägstrich, Schrägstrich. So, in der letzten Folge haben wir versucht, nicht zu sterben. Dies hat gar nicht geklappt. Genau. Das hat in der letzten Folge wirklich nie geklappt, dass wir nicht sterben. Weil wir sind ja leider gestorben. Bei dem Versuch, dieses nette Buch zu machen, dabei haben wir all unser Werkzeug verloren. Ich musste jetzt schon Neues bauen. Ging auch relativ fix. Das habe ich das Ding im Gesicht. Ging auch relativ fix, weil wir alle schon da hatten. Ja, toll. Jetzt habe ich keine. Es ist ein bisschen nervig jetzt gerade, weil ich wirklich alles verloren habe. Alle Punkte, alle. Ja, okay, Punkte ist nicht so schlimm. Also jetzt hier Levels. Weil die gebe ich ja Stück für Stück immer schon zwischendurch mal an die. An den Obelisken. Nerven tut es trotzdem. Man wäre eine Folge ohne Gain. Hätten wir ja Spaß bei dem, was wir hier machen. So, nichtsdestotrotz brauchen wir das Ding. Genau, wir wollten ja hier oben. Ne, falsche Seite da lang. Wir wollten ja hier oben unseren. Wie heißt das Ding nochmal? Unser Monster-Spawner bauen, genau. Ich habe überlegt, ich baue das hier hinten irgendwie ein oder hier in die Mitte am besten, aber in die Mitte ist immer doof. Obwohl, Mitte würde auch gehen. Ich müsste dann nur rechts und links nur zwei Blöcke haben. Oder zwei und einen halben Block. Dann würde das wiederum schon wieder gehen. Wir können. Das war wegschmeißen. Oh, Entschuldigung. Oh, Mann. Immer wenn ich streame passiert hätte, was soll das? Das ist nicht cool. Geschmolzenes Alumite. Der komische Hammerkopf. Hier ist er. Hab ich da rein gegossen? Keine Ahnung, was ich da rein gegossen habe. Ich hab's auf jeden Fall falsch gemacht. Hab das Ding mit dem Barren verwechselt. Was ist das, der Barren? Ne, ist der Hammerkopf. Ach, der Hammerkopf und liegen Steine drin. Das ist ja auch schon wieder richtig clever. Aber wir brauchen das Ding. Einmal voll. Den brauchen wir ja nicht. Muhaha. Ey. Wir brauchen den hier. Den haben wir noch. Nein, verdammt. So, den Hammerkopf. Den Hammerkopf hätten wir schon mal wieder. Verdammt, ey. Zack. Kommt als nächstes Obsidian. Gold, Aluminium, Eisen. Uns fehlt eindeutig Obsidian. Klettern wir einmal kurz nochmal in die Höhle und holen uns Obsidian.
Und in der nächsten Folge würde ich glatt nochmal rumexperimentieren. Oh, verdammt, jetzt nochmal auf Deutsch. Und in der nächsten Folge würde ich glatt nochmal rumexperimentieren, wie das mit dem... Ich habe gerade kein Schwert zur Hand, ist das euer Ernst? Wie viele auch einfach mal gleich. Ich will nicht sterben, hör auf mich zu töten. Ach, der Slime, den hatte ich ja gerade ja nicht mehr auf dem Schirm. Sollte vielleicht noch, ja, noch voll was essen. Deswegen sind die alle, hey. So, aber nicht hier, mein Freund der lieben Sonne, ne? Jetzt geht mein Wasser auch noch kaputt. Ja, lassen wir so. Na gut, jetzt haben wir hier ein großes Loch drin, scheiße. Ich habe ja nie gesagt, dass mein Plan perfekt ist, aber ich habe es ja in der ersten Folge schon mal angedeutet, dass da was es sein könnte, dass das Ding etwas kaputt macht. So. Machen wir mal 10. 10. Und ein Kohle. Hacken jas. So, das Mikrofon muss ich mal anders hinstellen, ansonsten habe ich das die ganze Zeit im Weg, wenn ich Tunnel schaffe. Ups, hier. Die Maschine ist definitiv schneller als ich. Wesentlich schneller als ich ist die Maschine. Bau mal ab. Ne, der sollte eigentlich dahin. Und der kommt jetzt hier hin. Zack, so. Tunnel. 10. Feuer. Kann ich hier schon mal weiter abbauen. Perfekt. Ey, das war innerhalb zu viel, was soll denn? Das ist aber nicht richtig. Ups. Wir haben 10 Obsidian, das ist schon mal gut. Aber immer noch zu wenig. Tunnel 10. Und los. Gucken, warum hier ist. Hier nicht steht, ist es dunkel. Ganz einfach. Ist keine Hexerei. Auch in Steine. So. Sehr gut. Ja, wenn die Tastatur falsch liegt, dann komme ich mit der Steuerung nicht mehr klar. Das ist echt. Du musst wirklich nur so ein bisschen schräg stehen und schon ist für mich viel in die Hölle. Und die Fackel kommt dahin, perfekt. Haben wir jetzt 40 Obsidian. So, und hier sind wir jetzt durch. Vielleicht ein großes Loch in meinem Haus. In meinem Garten. Wie auch immer das Ding heißt, das ist auf jeden Fall jetzt ein großes Loch. So. Ja, sonst so. Treppe steigen ist ja nie so, Leitern steigen ist ja nie so wirklich interessant.
Dort haben wir ein Alt neu gefunden. Obsidian. Die ganzen Erze nehmen wir mal mit. Den Flynn auch. Super, der Tank ist leer. Können wir gleich schon mitnehmen und wieder voll machen. So, und den Rest muss ich Stück für Stück holen. Ach ja, mein Schlafsack war ja auch weg. Ich hasse mich immer noch dafür. Weg, weg, weg. 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 Jetzt geht's erstmal in die Koje. Und mein Fuß schläft schon wieder ein. Oh, fuck, mein Fuß, ey. Fuck, 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 fuck. So. Dann hauen wir Obsidian darin. Uha. Was da war einige. Oh, willst du mich verarschen, Mann? Mich angegriffen. Wer hat mich angegriffen? Verdammte Scheiße. Jetzt mal im Ernst. Wer hat mich angegriffen? Ach, hier. Danke. Tu der Welt einfach einen Gefallen und bitte. Danke. Ich nehme nicht zu viel Eisen raus. Nö. Ein bisschen ist noch drin. Ich müsste aber noch einen davon gießen. Kann man ja aus Gold machen. Weg damit, weg damit, weg damit. Brauchen wir alles noch nicht. Du solltest. Ach, kann ich keine aus Gold gießen? Oder ist das das Ding aus Gold? Ach krass, aus Gold kann ich echt keine gießen, das wusste ich ja noch nicht. Aluminium. Aluminium. So, jetzt müssen wir aber erstmal ein anderes Ding fertig machen hier. Danach kümmern wir uns mal hinten um die Schließung von dem, was wir da bauen. Dann müssen wir uns mal gucken, wie wir das am effizientesten bauen. So. Alumite, perfekt. Mehr brauchen wir erstmal an Alumite nicht. Perfekt. Und oha, 10.000. Da kannst du doch sicherlich mal ein Tausi abdrücken dafür. Ein Tausi, ein Tausi. Hammer. Hammer, den Hammer. Hammer. Ich verstehe das bei dem Hammer echt nicht. Echt nicht. So, Abbau von 4000. Ein Taui. So. Dann davon einer. Davon brauche ich ein paar mehr. Zwei habe ich, fünf brauche ich. So, drei, vier, fünf. Perfekt, dann fangen wir an. Als erstes schmeißen wir den Hammer rein. Machen erstmal Eile drauf. Eile, Eile, Eile. Machen wir den Griff grün und machen die Köpfe anders. So, jetzt haben wir den Hammer mit 4500. Effektive Haltbarkeit 6437. 97, ein Fehler. Haben schon 3 von 4 Modifikationen drauf, die wir für die Zukunft brauchen. Sehr gut. So, das kann dann noch rein und das kann dann noch rein. So, und jetzt können wir uns effektiv darum kümmern, dass wir erstmal das Loch hier zumachen.
Noch machen wir ganz einfach zu, indem wir das so machen. Das machen wir hier auch noch zu. So, jetzt wird jeder denken, das ist schon so gewesen. So. Perfekto. Oh, verdammt. Jetzt brauchen wir noch Stein. Gib mir das. Was ist hiermit? Kann man das abbauen? Kann man, perfekt. Ups, dann muss der da gleich wieder hin. Ach Mann, ey, was machst du denn da, Flimpy, wirklich? So, zack, zack. So, jetzt können wir, wenn wir hier 1, 2, 3 nehmen, haben wir... Ups, 1. Von hier muss ich auch noch 3 nehmen, fuck. 1, 2, 3. Dann kommen wir hier hin. Und die Spawn Area wollte ich ja nur 6x6 machen. So, das passt, das passt. 3. So, damit die dann, wenn die von oben gespawnt werden, gleich hier reinplumpsen. Überlege ich aber, ne, ich mach's anders. Ich mach das anders, anders. Man am besten gleich hier oben raus. Geh dann hier rüber. Ich brauche noch oben, nach oben, nicht noch oben, nach oben. Zack. So. Perfekt. Die dann bauen die zu hoch vielleicht. Und das wollen wir ja nicht, dass die zu hoch spawnen. Ich hatte einmal das Problem, dass ich das Ding falsch gebaut habe. Und überall waren Endermänner. War nicht das Schönste an dem Tag dann. Weil ich meinen ganzen Fehler, den ich gemacht habe, wieder ausblöffeln musste. So, guck mal, da ist schon der Boden von oben. Können dann zack mit einem Kabel hier lang und hier lang. Dann kriegt der Spawner hier genug Power, um das alles zu machen. Dann können die halt nur hier drin spawnen, weil sie sonst nirgendwo Platz hätten. Deswegen muss ich jetzt erstmal kurz nach oben und ein paar Geräte besorgen. Also, wir brauchen Steine. Haben wir nicht. Sehr gut. Ich finde es super, wenn ein Plan schon mal absolut beschissen beginnt. So, die Steine werden jedoch nicht reichen. Zack, zack, so. Ey. Also, jetzt schmeißen wir noch mal ein paar Steinchen darin. Der brät uns die. Brät, brennt, wie auch immer. Ich glaube, ich drehe heute 3 Folgen. 3 Mike heute. Ich werde in der 3. Folge mich darum kümmern, dass wir uns ein bisschen mehr mit den Büchern beschäftigen. So, das Schöne bei den Endermännern ist, denen ist es vollkommen Wumpe, ob da Licht ist oder nicht. Das heißt, ich kann mir hier beruhigt 4 von den netten Teilen bauen. Das sind 3, das sind verdammt nicht 3, aber auch nicht 4. 4. Und kann die mir total hübscherweise... Das Falsche wäre asymmetrisch hierhin. 1... 2 3 und 4. Kann ich mir alle hier hinbauen, weil es ist den Endermännern und dem Spawner vollkommen Wumpe, was da, also was für eine Lichtquelle da in der Nähe ist. So, aber ich möchte den Bereich hier mit anderen Steinen versehen.
Weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, dass das nicht alles so aussieht, wie ich es gern hätte. Komma weg und das Komma weg. Ja. So, jetzt ist die Frage, mit was für Stein will ich das machen? Warte mal. Eins, zwei, da muss ich hin. Puh. Ich werde das mit den Bruchsteinen machen. Genauso wie die Umrandung. Und da, perfekt. Dann können die nämlich alle hier drin spawnen und mir passiert nichts. Jetzt muss ich den Rand noch zumachen. Dies folgt wiederum auch alles mit den netten Bruchsteinen. Warum ich die nehme? Ich finde die hübsch. Warum ich die hübsch finde? Keine Ahnung, frag meinen schlechten Geschmack. So, und hier noch welche. Und da. Wenn ich jetzt F7 drücke. Oh, fuck. Abbruch. Wenn ich jetzt F7 drücke, ist in der Mitte ein Punkt. Das ist nicht schlimm. Der darf da ruhig sein. Aber mehr dann bitte auch nicht. So, den bauen wir jetzt noch ab, setzen den hier hin, machen jetzt gerade noch den Boden da schnell fertig. Nehmen wir noch ein paar, eine Handvoll oder so. Dann würde ich spontan schon sagen, dass es mit das mit der Folge heute war. So. Sieht doch schon mal gut aus. Müssen noch die Wände alle ordentlich gemacht werden. Und dann wird es schon mal. So, meine Freunde, falls es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da. Ihr wisst, wie das alles funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch das nächste Mal wiederzusehen. Cheerio!